Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier gerade an der Tankstelle, weil Michi nochmal auf Toilette geht natürlich. Und die Michi geht heute das erste Mal nach der langen Pause wieder aufs Bike. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich anstellt. Ich werde mir das ganz genau anschauen. Da kommt sie schon. Was ist hier los? Bist du schon gespannt auf Fahrradfahren? Ja, ich freue mich. Aber mir ist das ein bisschen kalt. Wir haben 9 Grad, könnt ihr es sehen? Ja. 9 Grad und es ist nicht kalt, es ist warm. Ich sitze hier im T-Shirt, ich werde gleich im Jersey fahren. Wie ist dein Plan für die erste Fahrt? Einfach locker, ne? Einfach locker machen. Ganz entspannt. Aber du fährst trotzdem mit Schiene? Ja, ich habe die jetzt einfach mal angezogen zur Sicherheit. Man weiß ja nicht, ne? Falls man doch stürzt, bisschen Stabilität. Ja, ich glaube auf jeden Fall ist wichtig, wenn man wieder anfängt nach einer Verletzung oder nach einer längeren Pause, dass man das Ego auf jeden Fall so ein bisschen beiseite lässt und einfach ganz entspannt das Ganze angeht. Weil man will ja nicht schon wieder ruckzuck eine Pause haben. Und deswegen, wir machen heute erstmal keine schweren Strecken. Zweitens haben wir auch nur 2 Stündchen Zeit, das ist auch super. Und dann hat man keine Ermüdungserscheinungen, weil oft ist es ja, glaube ich, so, wenn man lange nicht gefahren ist, dann ist man ja so heiß aufs Fahren, dass man vielleicht das Ganze so ein bisschen übertreibt und dann doch ein bisschen, zu lange fährt, weil man einfach so viel Spaß hat, wieder loszulegen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da einfach sich so ein bisschen zügelt, damit man einfach länger was davon hat und nicht irgendwie direkt wieder verletzt ist oder sowas. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, so schnell wie möglich nach einer Verletzung wieder aufs Bike zu steigen, dass man nicht irgendwie eine ultra lange Pause hat und wartet und sich da verdrückt. Aber bei der Michi ist halt so, der Spaß steht anscheinend auf jeden Fall im Vordergrund und der Spaß ist größer als die Angst, dass wieder was passiert, und das ist das Allerwichtigste. Michi fährt sogar mutig direkt vor. Sieht man gar nicht mehr so viel. Aber sie springt. Das ist eine Laufparty hier. Crazy. Was ist hier los? Hat das? Sieht halt nichts. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das hier nicht mehr so arg befahren wird. Aber Abfahrt Nummer 2. Ich will eigentlich immer da lang fahren. Jedes Mal falsch. Irgendwie schon geil, ne? Besser. Ist eigentlich da runter irgendwie. Ich
habe das Ende gar nicht erkannt hier. Trail. Hier rein, hier Stufe, genau. Hier links hoch, genau. Hier links. Doch, hier rechts. Genau, sehr gut. Genau, hier abziehen eigentlich. Wurzel knackig rein. Ja, da muss man sich rechts halten, da habe ich eben auch den Fehler gehabt. Ja, kurz vor der Strecke abgekommen, kein Problem. Hier noch existiert. Ja, grundsätzlich schon anscheinend. Aber halt alles sehr, sehr viel Laub. Klar. Aber ja, unten wird im Moment irgendwie gebaut. Ich weiß nicht, hat man schon so den Eindruck, dass vielleicht dann der Vorschuss so gebaut ist. Get out my business. Oh, wir haben da noch eine Tür offen. Schönen guten Tag, Leute. Wir sind fertig mit unserer kleinen Tour. Michaela, wie war's für dich? Erste Mal auf Fahrrad wieder? Also ich habe mich wohler gefühlt, als ich dachte. Ging eigentlich ganz gut. Ja, die Trails waren jetzt nicht so super toll, also nicht so richtig im Schuss. Ich glaube, das wird hier alles einfach nicht mehr so oft gefahren. Ja, irgendwie ist der Spot tot. Ja, und jetzt, klar, ich merke jetzt schon so ein bisschen, dass es weh tut. No. Ja, wir werden auf jeden Fall, ich denke mal, wird das nicht unser Winterspot werden. Da brauchen wir irgendwie einen anderen Spot. Mal gucken. Ja, wir werden mal sehen. Aber ich glaube, wir werden schon irgendwie einen guten Winterspot dieses Jahr finden. Noch so ein bisschen scouten. Sind hier so am Wackeln. Also das Problem ist halt, dass das hier vom Förster, ne? Heißt das Förster? Förster. Dass das hier vom Förster alles größtenteils gesperrt ist. Das heißt, du kannst jetzt ja auch nicht einfach mit dem Besen in den Wald rennen und das alles frei machen. Ja. Naja, wie auch immer, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Videos. Und ja, ich finde immer, auch wenn die Trails vielleicht nicht so besonders waren, trotzdem ist es immer gut, einfach am Rad gewesen zu sein. Und wir, also ich bin immer der Meinung, auch wenn es nur irgendwie sogar auf dem Parkplatz irgendwie ein paar Basics am Bordstein üben ist,
das bringt einfach enorm viel und das wird auf jeden Fall unterschätzt. Und deswegen ist mir eigentlich fast immer egal, auch wenn man jetzt nur wie wir jetzt 2 Stündchen eben auf den Trails war. Ich bin der Meinung, das bringt immer etwas. Also lasst ein Abo da, schaut bei Michi auf Instagram vorbei und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, tschüss. Ja, ich habe das auch gar nicht richtig gesehen. Durch diese ganzen Fahndinger hier sieht man ja nichts. Mal gucken, was da so abgeht. Ich weiß aber gar nicht, ob man hinten rauskommt noch.